Der Club der klaren Worte ist eine unabhängige und überparteiliche Informationsplattform. Wir werden von keiner Organisation oder Partei finanziert. Ausschließlich unsere Zuschauer und Leser unterstützen unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. Guten Tag, mein Name ist Markus Langemann, ich bin Publizist. Seit der letzten Veröffentlichung hier sind erst wenige Tage vergangen. Seitdem befindet sich Europa in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Und zu dieser Auseinandersetzung gehören auch die sehr irritierenden Handlungen von politisch Verantwortlichen auf der einen wie auch auf der anderen Seite. Wir haben eine kriegstreibende Rede des Bundeskanzlers gehört, in der ein nahezu geschlossener Bundestag stehende Ovationen tätigte. Und wir erleben einen russischen und einen ukrainischen Präsidenten, die Propaganda betreiben. Das mag nicht wundern. Es gehört zu den Binsenweisheiten, dass in einem Krieg das erste Opfer die Wahrheit ist. Nun, vor 2 Jahren hatte ich nach intensiver Beobachtung des Medienapparates im Corona-Komplex das erste Video hier veröffentlicht, in dem ich Ihnen Werkzeuge an die Hand gab, medienanalytisch exemplarisch einen subtilen manipulativen Beitrag einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, für ein geschultes Auge, aber eben ganz offensichtlich, zu dekonstruieren. Zwischenzeitlich hatte ich immer wieder auch auf manipulierende Beiträge anderer Sender, anderer Webseiten oder auch alternativer Plattformen hingewiesen. Bedeutend ist aber sicher der kritische Blick auf ARD und ZDF, weil Sie als Gebührenzahler deren Angestellte bezahlen. Sie sind Geldgeber und dürfen eine dem Rundfunkstaatsvertrag gemäße objektive Berichterstattung erwarten. Sie finden übrigens weitere Beiträge dazu auch in der Mediathek des Club der klaren Worte. Schauen Sie dort bitte einfach mal vorbei. Und bei dieser Gelegenheit noch eine Bitte. Wir haben einen großartigen Newsletter für Sie, komplett kostenfrei. Sie gehen einfach nur auf die Webseite und registrieren sich dort. Sie erhalten dann regelmäßig weitergehende Informationen und auch Zugang zu Filmen und Videos, die wir hier nicht zeigen können. Sollten Sie den Newsletter irgendwann nicht mehr beziehen wollen, können Sie sich am Ende einer jeden Aussendung auch selbst wieder von der Liste austragen. So gehört sich das, so machen wir das. Politische und gesellschaftliche Informationen unabhängig und überparteilich. Eine neue, stark wachsende Informationsplattform für den deutschsprachigen Raum. Vielleicht kommen Sie einfach mit dazu. Hier nun aber ein Interview mit einem Mann, der einen verwegen scheinenden Plan hat. Er möchte innerhalb weniger Monate den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren mit Hilfe der Gebührenzahler. Machen Sie sich ein Bild von diesem Mann. Damit dieses Video hier viele Menschen erreicht, die sich dann auch ein Bild machen können, kommentieren Sie es bitte hier drunter kurz, abonnieren Sie bitte auch den Kanal und hinterlassen Sie gerne ein Like. Das boostert den Algorithmus und zeigt dieses Video mehr Menschen an. Und Informationen aus erster Hand sind in diesen Zeiten nicht nur Vitalstoff, sondern beugen auch der Suppression des Intellekts vor. Man muss ja auch mal schauen, dass man, glaube ich, im Kopf gesund bleibt. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Am Freitag, dem 4. März, gibt es eine neue Ausgabe der Heute-Schau. Satire ohne Schere. Nie war sie so wichtig wie heute. Und damit Sie diese auch lange sehen können, veröffentliche ich die Heute-Schau ab sofort exklusiv auf Getter. Frei zugänglich. Folgen Sie dort auch dem Club der klaren Worte. Ab 19 Uhr steht die Folge bereit. Teilen Sie auch diese gerne. Danke. Gar keine lustigen Outtakes hier. Ist ja alles viel zu ernst. So. Und wenn Sie diese Arbeit, die für Sie komplett werbe- und kostenfrei erfolgt, unterstützen möchten, können wir weiter für Sie arbeiten. Vielen Dank. Und jetzt zu Jimmy Gerum und seinem Vorhaben Leuchtturm ARD. Wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen möchten, besuchen Sie den Club der klaren Worte. Wie kommt man zu so einem Vornamen wie Jimmy? Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Jimmy ist aus dem Fußballverein eigentlich und okay. Mein Name ist Christian. Man kennt Sie nur unter dem Namen Jimmy. Jimmy Gerum. Herr Gerum, was haben Sie in Ihrem früheren Leben vor diesem Tag heute hier alles gemacht? Ich habe auf jeden Fall viele Träume verwirklicht. Einer meiner wichtigsten Träume war, einen deutschen Indiana Jones Film zu machen. Und zwar ohne jemals auf der Filmhochschule gewesen zu sein.
Und das habe ich geschafft, indem mich mit meinem Freund Hardy Martin haben wir gemeinsam in Gräfelfingen eine Kreuzung in die Luft gesprengt und haben dazu die Lokalpresse eingeladen. Und das war dann der Startschuss für einen der größten Actionfilme Deutschlands. Erzählen Sie was ganz kurz nur über diesen Film. Der Film heißt Der Kaskadeur. Kaskadeur, die Jagd nach dem Bernsteinzimmer. Ja. Wir haben uns also auch einen deutschen Schatz gesucht und eine deutsche Archäologin. Und die hat dann diesen Schatz gefunden am Ende des Films. Sie sind Filmproduzent oder Sie waren Filmproduzent? Ich war es bis vor 7 Jahren und vor 7 Jahren habe ich der Branche Tschüss gesagt. Also es ist so, dass ich motiviert durch die Geburt meines Sohnes wissen wollte, in welche Welt ich ihn da bringe. Wie alt ist er heute? Heute ist er 17 und ich habe dann 7 Jahre studiert, die Geschichte und die geopolitische Verbindungen, alles, was man so wissen kann und was man heutzutage eben auch im Internet finden kann. Und das habe ich sehr intensiv gemacht, Vollzeit. Und deswegen kann ich da jetzt wirklich behaupten, dass ich mich gut auskenne. Ich habe mich damit nicht zufrieden gegeben, das zu wissen, sondern ich habe nach einer Lösung gesucht. Jetzt sind wir eigentlich schon fast bei dem Thema, was uns die nächsten Minuten beschäftigen soll. Ich will aber noch einmal ganz kurz zurückgehen, um Sie vielleicht besser zu verstehen. Sie haben nicht nur einen Film produziert, also nicht nur den Kaskadeur. Ja, Kaskadeur, die Jagd nach dem Bernsteinzimmer, das war der größte Flop Deutschlands, kann man sagen, weil Actionfilme in Deutschland auch es sehr schwer haben. Mhm. Aber mein zweiter Film, Soweit die Füße tragen, das ist ja ein berühmtes Buch und wurde auch schon mal als Serie verfilmt. Das war ein großer Erfolg. Ironischerweise genau in der ARD, die ich jetzt zu Besserung bringen will. Denn in der ARD wurde der Film schon 44 Mal gezeigt. Sie haben das so vorhin gesagt, naja, Sie haben keine Filmhochschule besucht, aber Sie haben dann nachher diesen Film produziert. Wie kommt man da auf die Idee, einen Film zu produzieren und dann auch gerade noch einen Action-Knaller und das dann auch noch in Deutschland? Ich glaube, was mich ausmacht, zusammen mit Hardy Martins, weil wir haben das ja zu zweit gemacht, ist eine gewisse Angstfreiheit. Man braucht Angstfreiheit, wenn man bestimmte Dinge machen will. Und Sie hatten das schon immer im Kopf und haben gesagt, so, das würde ich gerne mal ausprobieren. Es gibt sehr viele Möglichkeiten für Hindernisse. Das ist vielleicht eine Stärke von Hardy und mir immer gewesen, dass wir diese Dinge ausgeblendet haben. Wie viel Geld muss man dafür in die Hand nehmen? Das waren schon immer 2-stellige Millionenbeträge. Dann haben Sie weitere Filme noch produziert und irgendwann kam der Punkt vor 7 Jahren, wo Sie auf Ihren Sohn geblickt haben und gesagt haben, mein liebes Kind, du wirst eine Zukunft hier haben und diese Zukunft möchte ich verbessern, wenn ich sie richtig verstehe. Ja, also das war dann auf jeden Fall am Ende, nachdem ich mich gefragt habe, warum diese Welt trotz seiner technischen Möglichkeiten so verkrustet und innerlich zerstört ist, was die Werte angeht, wollte ich mich einfach auf die Ursachensuche begeben. Womit haben Sie in diesen 7 Jahren Ihren Kühlschrank gefüllt? Mein Geheimnis ist jetzt nicht, dass ich reich geworden wäre durch die Filme, sondern ich war schon immer sehr asketisch. Ich bin kein Materialist und brauche fast nichts. Das war immer ein großes Geheimnis von mir. Ich habe eigentlich aus einem T-Shirt und einer Jeans und einem alten Auto für 500 Euro meistens nichts gebraucht. Das heißt, Sie sind genügsam gewesen in den letzten Jahren und genau, mein Geld ist immer auf der Bank gelandet und ich weiß heute noch nicht, wohin damit. Sie sind sozusagen wirtschaftlich momentan unabhängig. Genau, ich habe keinerlei Interessen. Mir geht es nur darum, dass ich einen Weg gesucht habe, wie können wir eine bessere Welt schaffen. Und das geht über die öffentliche Meinung. Das ist meine Antwort. Und damit kommen wir jetzt zu dem Thema, was Sie seit einigen Monaten bewegt. Wollen Sie dieses Projekt vielleicht einfach mal kurz selbst beschreiben? Genau, Leuchtturm ARD, das ist eine metaphorische Beschreibung für einen Leuchtturm, der uns Orientierung gibt im Meer des Informationszeitalters. Die Informationen sind der Schlüssel, die öffentliche Meinung ist der Schlüssel für unsere ganze Welt, wie wir sie gestalten, wie wir politisch mündige Bürger werden. Und wir haben in Deutschland das geradezu das Alleinstellungsmerkmal des teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Welt. Und mit unseren 18 Euro im Monat können wir genau diesen Leuchtturm schaffen. Und ich finde es einfach unerträglich, dass der öffentliche Rundfunk sich kapern hat lassen in den letzten Jahrzehnten.
Und das ist natürlich kulminiert jetzt in der Corona-Krise. Von wem hat er sich denn kapern lassen? Von fremden Interessen, von politischer Einflussnahme, von einseitiger Berichterstattung. Und da geht es eben nicht nur um das Thema Corona, sondern um jahrzehntelange einseitige Berichterstattung, zum Beispiel im Rahmen der westlichen Allianz. Aber vor allem fehlt mir die historische Aufarbeitung bei ganz vielen Themen. Wir hätten schon heute eine viel bessere Welt, hätte es der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht versäumt, an den richtigen Stellen die historische Aufarbeitung zu betreiben. Denn oftmals werden Journalisten auch bewusst von den Privilegierten in die Irre geführt. Und deswegen muss man ihnen das zugestehen, dass es manchmal gar keine Absicht war. Aber Jahre später, wenn diese ganzen dunklen Dinge an die Oberfläche kommen, dann muss man den Journalisten eben auch eine Mitschuld zuteilen. Und das ist das Schlimme. Warum sprechen Sie ausschließlich nur vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und nicht auch vom kommerziellen Rundfunk? Und weil der kommerzielle Rundfunk sowieso unter fremder Interessenlage liegt. Wir können das, die kapitalistischen Mechanismen können wir nicht beeinflussen. Und genau deshalb ist es ja so wertvoll. Deswegen sagen wir vom Leuchtturm ARD, wir brauchen unbedingt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir brauchen unbedingt die Zwangsgebühren. Wir wollen Zwangsgebühren haben, denn das ist wie zu betrachten wie die Schulpflicht. Das ist eine Zwangsgebühr für politische Bildung, die wir da gerne abführen. Aber was wir versäumt haben, ist, auf die Reinheit dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu achten, auf die Unabhängigkeit und auf die, wie es im Medienstaatsvertrag steht, auf Multipolarität, Ausgewogenheit und Staatsferne. Das sind die drei Säulen, die wir einfordern und die wir vernachlässigt haben, die wir uns jahrzehntelang gefallen haben lassen, dass sie einfach wegbrechen. Und das geht einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie wir das uns jahrzehntelang gefallen haben lassen. Nach dieser langen Recherche verstehe ich das ehrlich gesagt schon, weil wir eben uns vom Wohlstand einfangen haben lassen. Dieser Wohlstand hat uns betäubt, er hat uns nicht die Kraft gegeben, uns dagegen zu wehren. Das heißt also, dass Sie nicht gegen die GEZ-Gebühren per se sind? Das haben Sie eben gerade ganz deutlich formuliert. Und Sie sagen, Sie sind sogar für diese Zwangsgebühren. Es gibt ja momentan viele Bewegungen, die sagen, um Gottes Willen, ich werde gezwungen, hier jeden Monat die 18 Euro plus X zu zahlen. Und ich bin gar nicht mehr bereit dazu. Aber Sie sagen, na, das ist schon in Ordnung so. Das ist in Ordnung so, genauso wie die Schulpflicht in Ordnung wäre, wenn die Schule in Ordnung wäre. Aber da geht es weiter. Die Bildungspolitik ist genau so, dass sie nicht uns zu mündigen Bürgern macht. Unsere Schüler werden nicht zu mündigen, selbstständigen Bürgern erzogen, sondern die werden zu Konkurrenzdenken erzogen und verschiedenen anderen Dingen. Das heißt also, auch beim Thema Bildungspolitik muss da angesetzt werden. Aber auch das Thema Bildungspolitik funktioniert auch über das Thema öffentliche Meinung. Das heißt, der öffentliche Rundfunk hat die Aufgabe, Bildungspolitik unabhängig, ausgewogen zu diskutieren. Und genau dafür setzen wir uns ein. Wenn wir diese Orientierung haben, die uns in unserer idealistischen Weltsicht da vorschwebt, idealistisch, aber nicht naiv, wenn wir diese Welt kreieren, dann wird da genau über diese Dinge diskutiert werden, und zwar offen. Und dann werden wir auch eine bessere Bildungspolitik haben. Und diese Gebühren, da können wir dann stolz sein, dass wir sie zahlen dürfen. Denn wer hat schon einen Ort, der unbeeinflusst ist von kapitalistischen Interessen, unbeeinflusst von politischen Interessen, der wirklich für das Gemeinwohl des Bürgers da ist? Das ist die Aufgabe, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich mal erfunden worden ist, dass er genau das leistet. Da waren kluge Köpfe am Werk Mitte des letzten Jahrhunderts. Trotzdem schaffen es privilegierte Kreise immer natürlich, solche Vorstellungen zu unterwandern. Und das kann man historisch jetzt nachweisen, wie sie das gemacht haben über die Jahrzehnte, wie sich das immer verschlimmert hat. Und eine ganz wichtige Wasserscheide war auch der 11. September 2001, weil nach diesem 11. September war die Medienlandschaft eine andere wie zuvor. Es ist ein extrem komplexes Thema, das wir hier besprechen. Würden Sie sich zutrauen, ich sag mal, in relativ kurzen Worten zu umreißen, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk Ihrer Meinung nach so dasteht, wie er dasteht? Also mit anderen Worten, was ist wann wo schiefgelaufen, Ihrer Meinung nach? Ja, die Einflussnahme ist natürlich komplex, und das wäre jetzt ein abendfüllendes Thema.
viele Begriffe wiederholen sich ja auch dauernd in der Kritik am öffentlichen Rundfunk, wie zum Beispiel Haltungsjournalismus, Gesinnungsjournalismus. Da geht es natürlich schon darum, dass die Journalisten in ihrem Selbstverständnis auch sich als Erzieher des Volkes sehen und ihnen keine eigene Meinung mehr zugestehen. Sie fühlen sich berechtigt, Lückenpresse zu machen, indem sie sagen, wir wollen den Bürger nicht verunsichern. Ich glaube, wie das ja de Maizière gesagt hat, es würde den Bürger nur verunsichern, wenn wir ihnen die ganze Wahrheit erzählen. Außerdem würde die Gefahr bestehen, dass der Bürger vielleicht unangenehme Entscheidungen trifft, zum Beispiel an der Wahlurne, wenn wir ihm die ganze Wahrheit erzählen. Und das ist dann der Grund, warum der öffentliche rechtliche Rundfunk, wenn er über die Grünen spricht, halt nur über das Klima spricht und nicht über die Außenpolitik der Grünen. Und so kommt es dann, dass die Leute, die an der Wahlurne ihre Zettelchen abgeben, gar keine Ahnung haben, wen sie da wählen, weil es ihnen einfach aufgrund von lückenhafter Berichterstattung einseitiger Thematik gar nicht gelungen ist, die richtige Partei auszusuchen. Welches ist denn die richtige Partei? In dem Fall gibt es an jeder Partei vielleicht 10%, die erträglich sind. Wenn wir eine bessere Welt schaffen wollen, dann müssen wir selbstkritisch und selbstreflexiv mit diesen Verkrustungen und mit den zerstörerischen Elementen umgehen. Vor allem mit der internationalen Einflussnahme. Ich sehe keine souveräne Außenpolitik Deutschlands nach 7 Jahren Recherche. Und es ist wirklich bitter. Ich meine, wir sind ein wichtiges Land in Mitteleuropa und wir haben keine eigenständige Außenpolitik. Ich meine, da hört es doch schon auf. Sie haben vorhin vor 5 Minuten von der Wahrheit gesprochen, dass Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht die ganze Wahrheit zeigen würden. Was ist die Wahrheit und warum mögen Sie Anspruch auf Wahrheit erheben? Ja, das ist mir auch ganz wichtig, dass die Wahrheit ja keiner hat. Das sagen wir auch die ganze Zeit. Weil keiner die Wahrheit haben kann. Ich habe ja die Rede am Königsplatz gehalten und das bringt in 10 Minuten ziemlich gut auf den Punkt, um was es geht. Und da habe ich auch wörtlich gesagt, dass wir die Wahrheit nicht kennen. Das ist ja der Grund, warum wir Orientierung brauchen. Unsere Familien sind Weihnachten gespalten und damit hat diese fremde Einflussnahme auf unsere Medien eine rote Linie überschritten. Jetzt sind unsere Familien betroffen. Wir sind durch die Informationen komplett gespalten und die Wissenschaften sind gespalten, weil es zwei völlig unterschiedliche Parallelwelten in der Medienwelt gibt. Ja? Die unabhängigen Medien im Internet versorgen uns mit internationalen Nachrichten, die völlig gegenläufig zu dem sind, was die Leitmedien tun. Und deswegen kann keiner von uns mehr die Wahrheit kennen, denn wir können diese ganzen Informationen nicht mehr prüfen. Wir brauchen wirkliche Fachleute, wir brauchen Experten, die diese Informationen einordnen. Und das soll der Leuchtturm. Werden Sie, und die werden ja präsentiert bei Frau Maischberger und Herrn Lanz und Frau Will und all den anderen. Schön wäre es. Die trauen sich ja noch nicht mal, die richtigen Leute einzuladen, beziehungsweise dürfen sie das nicht. Gibt es denn richtige und falsche Leute? Allerdings, es gibt für einen Diskurs gibt es 2, 3 Seiten, die man hören muss. Und wenn man immer nur eine Seite hört und vielleicht aus Alibi-Gründen eine zweite Seite, die aber gar keine richtige zweite Seite ist, dann hat man ungefähr eine Medienlandschaft, wie wir sie die letzten Jahrzehnte hatten. Das geht ja nicht hier um Corona, es geht hier um jahrzehntelange Talkshow, mindere Qualität. Sehen Sie denn, wenn man das auf eine etwas höhere Ebene heben will, das nur in Deutschland so oder sehen Sie das auch in anderen Ländern so? Nein, das ist selbstverständlich international. Das Interessante ist schon, dass wir natürlich mit der Nachrichtenagentur TASS oder mit der chinesischen Nachrichtenagentur andere Narrative kennenlernen. Deswegen werden die ja ausgeklammert. Also es ist sehr komplex, wenn man in die Details geht. Deswegen lohnt es sich, in die Geschichte zu blicken. Ich habe wirklich sehr tief in die Geschichte geblickt und habe mich mit den letzten Jahrtausenden beschäftigt und vor allem natürlich mit den letzten 150 Jahren. Und dann gewinnt man halt einen Überblick darüber, was für Interessenlagen herrschen. Es geht sehr viel um Geopolitik, es geht natürlich um die Ressourcen der Welt und es geht darum, dass letztlich der Stärkere den Schwächeren ausbeutet. Und das ist auch der Grund für die Schieflage der heutigen Welt. Und wir müssen da einfach einen ganzen Schritt zurückgehen und vieles von vorne anfangen. Deswegen braucht es einen absoluten Wandel. Und mit der
öffentlichen Meinung können wir aus den Bürgern mündige Menschen machen. Und wenn sie mündig sind, wenn der gesunde Menschenverstand wieder Einkehr hält, dann hätten wir eine Chance, wirklich eine gemeinwohlorientierte Zukunft aufzubauen, bei der die Schwachen nicht mehr ausgebeutet werden. Und da rede ich natürlich vor allem von den Ländern außerhalb Europas. Sie haben mehrfach jetzt von jenen und denen gesprochen und die sitzen da fünf Menschen im Keller, die seit Jahrzehnten die große Weltrevolution ausrufen. Ja, das sind eben die billigen Verschwörungstheorien, beziehungsweise versucht man so die Überlegungen zu diskreditieren, die angesehene Forscher und Historiker zusammengetragen haben. Ja, es gibt ja umfangreiche Literatur zu dem Thema, welche Eliten, welche Privilegien weltweit sich aufgrund von Gruppierungen, wie zum Beispiel World Economic Forum oder die Bilderberger, das sind Thinktanks, wo sich Leute treffen mit unterschiedlichen Interessen, die streiten sich. Also ich habe zum Beispiel den Council on Foreign Relations sehr, sehr genau studiert. Der ist 1920 gegründet worden. Und die machen das sehr klug. Da treffen sich 5000 Menschen, die wirklich frei voreinander parlieren und Vorschläge machen, wie sie sich die nächsten 50 Jahre vorstellen und treten damit in ein Streitgespräch mit den anderen 4000. Ja? Und die sind sich da nicht unbedingt einig, aber die haben ein unheimlich großes Steuerungspotenzial und das lässt sich lückenlos nachweisen. Und um das zu diese undemokratische Vorgehensweise, dass 5000 Menschen da sich als Hirten aufführen gegenüber einer Milliardenherde, um das nicht an die Oberfläche kommen zu lassen, muss man halt simple Verschwörungstheorien stricken. Was sind das für 5000 Menschen? Mögen Sie es nur ganz kurz umreißen, wovon Sie da konkret sprechen? Ja, das sind zum Beispiel die Leute, die zwischen 1920 und 1940 im Council on Foreign Relations waren und diese Listen sind im Internet verfügbar. Das sind Leute wie John McClure ist zum Beispiel, das sind hochinteressante Diplomaten, international tätige Politiker. Oftmals ist es ja auch so ein Austausch von Ämtern. Es gibt die wichtigen Ämter sind das Außenministerium, das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium und solche Staatssekretäre, die werden dann oftmals immer aus diesem Kreis der 5000 rekrutiert und es lässt sich auch lückenlos nachweisen über die ganzen Jahrzehnte. Wenn Sie sagen, Sie haben in den letzten 7 Jahren einen Großteil Ihrer Lebenszeit darauf verwandt, hier zu recherchieren und weiter zu forschen und Sie sind zu jenen Ergebnissen gekommen, die Sie jetzt hier grob anreißen. Wir wollen auch gleich noch über das Projekt Leuchtturm ARD vertiefend sprechen. Aber Sie haben ja jetzt schon ein Bild gezeichnet, das ich mal so beschreiben würde oder versuchen wollen würde, so zu beschreiben, dass Sie sehr tief recherchiert haben über die politischen Zu- und Umstände in der Welt und dass Sie jetzt an einem Punkt angekommen sind, ich verstehe das so, möglicherweise auch getriggert durch den Corona-Komplex, dass Sie in die Aktion gehen und aktiv geworden sind. Sind Sie ob Ihrer Recherche jetzt zu einem einsamen Menschen geworden? Es stimmt wirklich, dass meine Freunde von früher konnten mich auf diesem Weg nicht begleiten. Ich musste meinen Freundeskreis austauschen. Das ist leider wirklich wahr. Ja. Spannend an Ihrer Biografie finde ich, dass Sie ja eigentlich aus der Welt des schönen Scheins kommen und selbst den schönen Schein produziert haben, jetzt hier so vor mir stehen und sagen, ich bin ein Teil dieses Betriebes gewesen, aber ich kann daran nicht mehr glauben, so verstehe ich Sie. Haben Sie was gut zu machen? Ich glaube eher, dass es eine natürliche Linie ergibt, weil ich habe ja keinen Kommerzschwachsinn gemacht, sondern Soweit die Füße tragen, war da ein sehr emotionales Werk, was auch schon ein bisschen in diese politische Richtung geht, nämlich wir haben ja die Täter-Opfer-Diskussion umgedreht in dem Falle, sodass das Feuilleton uns ein bisschen zerrissen hat, weil wir ein bisschen zu früh waren. 2 Jahre später kam dann im Krebsgang von Günter Grass, der dann auch die Täter-Opfer-Diskussion umgedreht hat anhand des Untergangs der Wilhelm Gustloff. Und wenn man halt die Deutschen als Opfer des Zweiten Weltkriegs darstellt, dann ist es natürlich
immer ein brisantes Thema, also vor allem in dieser Zeit. Heute ist es dann vielleicht ein bisschen leichter. Aber in dem Zusammenhang, glaube ich, ist es eine natürliche Linie. Wir sind ja nicht von der Filmhochschule, wir sind nicht aus der Branche, Hadi auch nicht damals gewesen. Und das kommerzielle Projekt Bernsteinzimmer, das war einfach ein Jugendtraum. Ja. Also wir haben uns da nie irgendwie verkauft, sondern wir haben einfach nur Träume verwirklicht. Sie haben gesagt, dass Ihr gesamter Freundeskreis sich über die Zeit hinweg ausgetauscht hat. Warum haben sich die Freunde von Ihnen abgewendet? Oder haben Sie sich von den Freunden abgewendet? Nein, ich hatte ein Schockerlebnis, das mich aufgeweckt hat 2014, und das war der Vortrag von Dr. Daniele Ganser an der Universität Tübingen. Und da ging es um WTC 7, und das ist ein ganz einschneidendes Ereignis um die Jahrtausendwende. Das habe ich allen meinen Freunden geschickt, und keiner konnte mit diesem Vortrag was anfangen. Und das habe ich dann ein halbes Jahr nochmal versucht nachzubohren, aber da hat nichts funktioniert. Und dann habe ich lernen müssen, dass man bereit sein muss. Man muss bereit sein, sein Weltbild hinter sich zu lassen. Das braucht auch eine innere Kraft und auch eine Stabilität, die man im Leben haben muss. Und auch eine Ehrlichkeit sich selber gegenüber. Das hat nicht jeder. Die meisten Menschen haben Abhängigkeiten, entweder materieller oder familiärer Art, die sie davor zurückschrecken lassen, ihr Weltbild zu sehr anzukratzen. Vor allem auch in dem gut bürgerlichen Niveau von Menschen, wo ich um mich rum hatte. So Akademiker, die haben ein besonders großes Problem damit, ihre alten Weltbilder zu verlassen. Jetzt haben Sie das dramatische Datum 9/11 genannt. Wenn uns jetzt, ich sag mal, Redakteure, Herausgeber an der SZ, der FAZ, Frankfurter Rundschau oder der Berliner Zeitung zuhören, dann würden die sagen, ach, daher weht der Wind. Und wahrscheinlich würden diese Redakteure auch sagen, ja, das ist klassisch. 9/11 ist der Einstieg in die Verschwörungstheorie. Richtig, das ist auch in gewisser Weise so, denn ich würde diesen Redakteuren dann sofort antworten, dasselbe, was Dr. Ganser auch letztens der FAZ gesagt hat. Schauen Sie sich doch mal die Studie von Leroy Halsey von der Universität Fairbanks in Alaska an. Und die Tatsache, dass unsere Leitmedien diese Studie weder benennen können noch auswendig können, ist einfach ein Armutszeugnis. Denn diese Studie weist lückenlos nach, was mit WTC 7 passiert ist bzw. was nicht passiert ist. Und die NIST, das National Institute for Standard and Technologies, weigert sich, diese Studie überhaupt anzusehen. Ein rechtsfähiger Beweis wäre diese Studie erst dann, wenn ein Staatsanwalt in New York dieses Verfahren neu eröffnen würde. Und da der Staatsanwalt weisungsgebunden ist, beißt sich das System selbst in den Schwanz. Das heißt, in einer Welt mit politisch weisungsgebundenen Staatsanwaltschaften werden wir nie die Wahrheit erfahren. Und von einem Journalisten erwarte ich, dass er das kritisch beleuchtet, dass es hier nicht möglich ist, aus einer wissenschaftlichen Studie einen faktischen, juristisch nachvollziehbaren Beweis zu machen. Sie würden schon sagen, dass die Beschäftigung mit dem Thema 9/11 für Sie sozusagen das Erweckungserlebnis gewesen ist. Das war auf jeden Fall ein Schockerlebnis, weil ich damit wusste, dass dieses Framing mit der Verschwörungstheorie einfach ein Framing ist. Das war damit klar. Denn die Fakten, es werden zu viele Fakten verschwiegen, als dass es kein Framing gewesen wäre. Und das Spannende ist an 9/11 sind die 150 Jahre Vorgeschichte. Denn dieser Tag hat mal locker 100 Jahre Vorgeschichte. Und das ist das Spannende dran. Und die historische Aufarbeitung hatten wir gerade schon zum Thema. Das ist das, was ich von Leitmedien erwarte. Wenn sie schon sich auf die Schliche oder wenn sie sich auf den Leim gehen lassen von irgendwelchen geopolitischen Akteuren, dann erwarte ich eine historische Aufarbeitung zumindest ein paar Jahre danach. Und das betrifft zum Beispiel auch den ersten Irakkrieg 1991, die Brutkastenlüge. Ja? Da erwarte ich eine historische Aufarbeitung in den Leitmedien spätestens Ende der 90er oder wenigstens dann etwas später. Warum hat die nicht stattgefunden?
Das ist genau. Also in den Öffentlich-Rechtlichen. Genau, das, die hat nicht stattgefunden, weil dann würde nämlich aus den Zuschauern würden dann mündige Bürger werden. Und wir dürfen keine mündigen Bürger sein. Und deswegen bauen wir jetzt den Leuchtturm ARD. Denn wir werden aus den Deutschen mündige Bürger machen. Und ich bin auch kurz davor, den Leuchtturm ORF zu gründen. Und dann nehmen wir den Österreicher auch gleich mit. Erklären Sie jetzt bitte einfach mal, was der Leuchtturm ARD ist und sein soll. Der Leuchtturm ARD ist einfach der öffentliche Rundfunk, so wie wir ihn uns vorstellen und so wie er ursprünglich mal gedacht war. Nämlich die Einhaltung der Säulen, Multipolarität, Ausgewogenheit und Staatsferne. Und zwar zu 100%. Keine fremden Interessen mehr im öffentlichen Rundfunk, nur Gemeinwohlinteresse, nur unabhängige Wissenschaften. Und die besten Ideen in einer demokratischen Weise präsentiert, sodass sich für die bessere Welt der Zukunft sich die besten Ideen durchsetzen können. Haben Sie das ZDF jetzt vergessen? Ich rede ja immer von Metaphern und der Leuchtturm ARD ist eine Metapher. Denn ZDF und Deutschlandfunk, und das gehört natürlich alles mit dazu. Es geht darum, dass wir mit den 18 Euro Einfluss haben auf diese Welt und wir zahlen 8 Milliarden und damit gehört der zu 100% uns, dieser Rundfunk. Uns Bürgern gehört der. Und dafür hat er auch dafür gibt es auch den Medienstaatsvertrag. Und wenn irgendwelche Privilegierten es geschafft haben, über die Jahrzehnte diese Regeln, die der öffentliche Rundfunk hat, zu verwässern, dann werden wir das jetzt in diesem Jahr rückgängig machen. Wie wollen Sie das schaffen? Indem wir zum einen Rechtfertigungsdruck aufbauen. Wir wollen, ich habe das ja so ausgedrückt, dass wir eigentlich eine Entschuldigung wollen, und zwar am 3. Oktober 2022, denn uns geht es ja vor allem darum, dass wir die Familien wieder vereinigen, dass wir uns... Also am Tag der Deutschen Einheit wollen. Genau, am Tag der Deutschen Einheit sollen wir feiern dürfen, dass unsere Familien wieder zusammen sind und an einem Ort gerechte Informationen über den Zustand unserer Welt bekommen. Ja? Und zwar an einem Ort, dem wir Vertrauen schenken können. Und deswegen erobern wir dieses Vertrauen jetzt zurück, indem wir diese Entschuldigung fordern. Und diese Entschuldigung muss natürlich vorausgehen, eine absolute Selbstreflexion der Verantwortlichen, eine absolute Selbstkritik, was die letzten Jahrzehnte passiert ist. Das braucht eine Reife. Das bedeutet auch für viele der Privilegierten, dass sie auf liebgewonnene Privilegien verzichten müssen. Freiwillig. Wenn sie das nicht tun, dann werden wir auf der zweiten Ebene eine Graswurzelbewegung ins Leben rufen, dass wir unsere 8 Milliarden diesem System nicht mehr zur Verfügung stellen. Weil das ist unser Geld und dafür haben wir Rechte. Und diese Rechte fordern wir jetzt kompromisslos ein. Sie haben vorhin von einer Entschuldigung gesprochen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Anlehnung an eine sehr berühmte Entschuldigung, wo sich das Fernsehen der DDR tatsächlich auch mal entschuldigt hat. Ne? Verehrte Zuschauer, kurz vor Abschluss unserer Sendung Worte in eigener Sache. Und zwar nicht nur in Angelegenheiten der aktuellen Kamera, sondern in denen des gesamten Fernsehens. Unsere SED-Kreisleitung hat auf ihrer heutigen Tagung die folgende Erklärung angenommen. Unsere Mitverantwortung an der entstandenen Krisensituation in der DDR konstatieren wir mit tiefer Betroffenheit. Wir haben es zugelassen, dass unser Medium durch dirigistische Eingriffe missbraucht wurde. Dadurch wurde das Vertrauen vieler Zuschauer und nicht zuletzt zahlreicher Mitarbeiter im DDR-Fernsehen erschüttert. Dafür bitten wir die Bürger der DDR um Entschuldigung. Den Verlust an Vertrauen abzubauen wird langwierig und hart sein. Dazu sind wir entschlossen. Das zwingt uns zu schonungsloser Prüfung des Zustandes unserer Arbeit und ihrer Ergebnisse, der Sendungen in unseren beiden Programmen. Es gilt, den öffentlichen Dialog auf dem Bildschirm zu führen. Jetzt und in Zukunft werden sich alle Journalisten und Künstler, alle Mitarbeiter in unserem Medium und vor allem die Mitglieder der SED an einem öffentlich messen lassen. Wie das Fernsehen der DDR die Breite und Meinungsvielfalt, die Ideen, Kritiken und Vorschläge von Millionen politisch mündigen Bürgern, die auf den verfassungsmäßigen Grundlagen unseres Staates stehen, in den gesellschaftlichen Meinungsbildungs- und Arbeitsprozess einbringt.
Darin sehen wir eine entscheidende Garantie, um den begonnenen Prozess der Wende in unserem Lande unumkehrbar zu machen. In diesem Sinne beteiligen wir uns aktiv an der Erarbeitung und Diskussion eines Mediengesetzes. Es bedarf eines hohen Maßes an politischer, journalistischer, künstlerischer und handwerklicher Eigenverantwortung. Verantwortungen sind zu bestimmen und auch tatsächlich wahrzunehmen. Die Kreisleitung der SED-Fernsehen der DDR beauftragt den Vorsitzenden des Staatlichen Komitees für Fernsehen auf der 10. Tagung des Zentralkomitees über das Konzept der Wende im DDR-Fernsehen und wie es in voller Eigenverantwortung zu realisieren ist, zu sprechen. Ja, und den findet man auch bei uns im Kanal. Ich habe mir erlaubt, die Entschuldigung der aktuellen Kamera ein bisschen umzuschneiden und ARD drüber zu kleben. Also ich habe da mit den ARD-Verantwortlichen gezeigt, was wir von ihnen erwarten. Und manche Kritiker sagen mir, das wäre zu wenig, man müsste diese ganzen Leute ins Gefängnis stecken. Aber ich sehe den Leuchtturm ARD eher als eine Möglichkeit der Versöhnung. Es ist an der Zeit, dass wir in eine bessere Welt gehen. Und dazu gehört auch ein gutes Stück Versöhnung. Aber diese Versöhnung ist nur möglich, wenn wir kompromisslos eine neue Welt schaffen. Es gibt hier keine halbe Lösungen. Es gibt hier nur absolute Transparenz, was da schiefgegangen ist die letzten Jahrzehnte. Herr Gerum, werden Sie mal konkret. Wie soll es funktionieren? Ganz konkret wird es so sein. Also Sie sind gerade Teil davon. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit für den Leuchtturm. Und aus dieser Öffentlichkeitsarbeit entsteht eine große Sammlungsbewegung von Millionen von Bürgern, die ihre Gebühren so lange zurückhalten, bis der ARD und ZDF mit uns an den runden Tisch gehen. Und dort erwarten wir rückhaltlose Selbstkritik. Wie geht das Zurückhalten? Also werden wir da jetzt auch mal reinzoomen? Also ganz konkret wissen wir zum Beispiel auch schon, was wir auf diesen runden Tisch vorlegen werden. Ich war nämlich im letzten Jahr Teil der Bürgerkonferenz. Entschuldigung, ich muss Sie unterbrechen. Mir geht es zunächst erstmal darum, Sie haben eben gerade gesagt, die Bürger sollen die Rundfunkgebühren zurückhalten. Genau. Wie funktioniert das? Das ist auf unserer Webseite klar dargelegt, auf der leuchtturmard.de. Innerhalb von 3 Minuten erfährt jeder Bürger, wie er sein Geld zurückhalten kann. Welches Risiko geht er dabei ein? Das Risiko ist minimal, denn wir werden ja in 6 bis 8 Monaten bereits die ARD befreit haben mit dieser Strategie. Und innerhalb von 6 bis 8 Monaten riskiert jeder Bürger ungefähr 8 Euro Mahngebühr. Das ist also erträglich. Wie werden Sie die ARD befreit haben? Das müssen Sie mir erklären. Indem wir auf den gesunden Menschenverstand appellieren. Wir bauen einen öffentlichen Druck auf, der zur Rechtfertigung führt. Und also indem Sie Geld zurückhalten, wird zunächst erstmal der Druck. Ja. Das ist ein wirtschaftlicher Druck, das wäre jetzt kein öffentlicher Druck. Genau, es gibt eben diese 2 Ebenen. Der erste ist der öffentliche Druck. Und ich muss auch sagen dazu, es ist möglich, dass morgen bereits ARD und ZDF auf mich zukommen können, ja, oder auf uns und uns an den runden Tisch bitten. Denn ich erwarte rückhaltlose Selbstkritik. Und dazu müssen wir nicht Millionen Bürger hinter uns sammeln. Dafür müssen wir nicht den finanziellen Druck aufbauen. Das soll keine Erpressungsaktion sein, sondern hier geht es um unser aller Recht. Und es geht um unser aller Zukunft, vor allem um die Zukunft unserer Kinder. Das bedeutet, nur das monatelange Totschweigen von ARD und ZDF gegenüber dieser Bewegung würde dazu führen, dass wir Millionen Bürger werden. Und dann gibt es auch diesen finanziellen Druck für ARD und ZDF. Herr Gerum, Sie sind mir noch zu wenig konkret. Ich habe aber noch nicht verstanden, wie Sie diesen Druck aufbauen. Also erstens Öffentlichkeit schaffen, postulieren, was Sie eben gerade hier in dem Gespräch auch tun, und dann aber einen wirtschaftlichen Druck aufbauen. Ich würde den gerne verstehen wollen. Also wie viele Menschen, glauben Sie, braucht es, die ihren Beitrag zurückhalten oder Teile des Beitrages zurückhalten, damit was passiert? Also erklären Sie das bitte einfach mal. Ja, also dazu kann man sagen, dass wir bereits jetzt 250.000 Menschen sind, die den Beitrag zurückhalten. Wo sind die? Die sind registriert auf der Seite rundfunk-frei.de. Das ist die großartige Vorarbeit von Olaf Kretschmann, der schon seit Jahren daran arbeitet, auf die Ungerechtigkeit der Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinzuweisen.
Und wir alle diese Aktionen der letzten Jahrzehnte, die habe ich versucht unter einem Schirm zu vereinigen mit dieser Aktion Leuchtturm ARD. Ich habe alle kontaktiert und ich habe allen gesagt, wir müssen jetzt zusammenhalten, denn seit der Corona-Krise geht es jetzt wirklich ans Eingemachte. Ja? Unsere Familien sind eine nach der anderen betroffen von den schlimmsten Folgen dieser einseitigen Berichterstattung und das muss jetzt ein Ende haben. Okay, das habe ich jetzt schon verstanden. Aber Sie sagen 250.000 Menschen etwa, genau. Die haben sich auf der Webseite, sagen Sie nochmal die Domain kurz? Leuchtturmard.de. Die haben sich dort registriert. Und was haben die dann mit der Registrierung initiiert? Haben die gesagt, ja, ich bin Ihrer Meinung, Herr Gerum, machen Sie mal weiter? Oder was haben die getan? Was ist das Potenzial dieser Menschen? Das Potenzial ist, dass jeder seine 18 Euro zurückhält. Und wenn das komplett oder Teile davon? Nein, komplett. Also es geht um das Jahr 2022. Seit 1. Januar zahlt niemand mehr. Ja, das ist unser Ziel. Und am 1. April kommen viele dazu. Und am 1. Juni, also das ist ja meistens quartalsweise, werden nochmal viel mehr dazukommen. Das heißt, jedes Quartal, was die ARD vor sich einfach ins Land ziehen lässt, werden wir mehr werden. Und ich erwarte ehrlich gesagt, dass sie täglich auf uns zukommen und endlich mit Selbstkritik und Selbstreflexion auf uns zukommen. Also da gibt es 250.000 Menschen, die halten das Geld zurück. Genau. Das ist Geld, was den Öffentlich-Rechtlichen fehlt für das kommende Jahr, für das Jahr 23. Genau. Und das stört überhaupt nicht. Und wann ist der Tipping Point? Genau, das stört überhaupt nicht, 250, deswegen rechnen wir damit, dass wir Millionen werden müssen. Und genau das tun wir. Wir wollen Millionen werden und wir wollen eine Kettenreaktion auslösen. Und diese Kettenreaktion ist deswegen auch berechtigt, weil es eben jetzt so ernst ist. Am 1. Dezember habe ich angefangen mit dieser Aktion wegen den Spaziergängen, weil die Politik plötzlich so irrational geworden ist mit dieser völlig hirnbefreiten Impfpflichtsgedanken. Das macht überhaupt keinen wissenschaftlichen Sinn mehr, was die da machen. Und daran merkt man, dass sie nur noch aus purer Verzweiflung und nicht mehr aus politischem Kalkül heraus handeln. Und das ist der Punkt, an dem die Bevölkerung aufgestanden ist. Und ich habe mir dann ein Herz genommen aufgrund dieses herzvollen Widerstands dieser Spaziergängerbewegung, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir diesen Spaziergängern auch eine strategische Perspektive bieten. Und der Leuchtturm ARD, der bietet eine strategische Perspektive für alle Spaziergänger. Denn es geht nicht nur darum, die Impfpflicht vom Tisch zu wischen, sondern es geht darum, wirklich eine Welt zu schaffen, in der sowas nicht nochmal passieren kann. Weil Sie vor allen Dingen davon ausgehen, dass die Situation, in der wir uns in Deutschland, aber auch viele andere Länder weltweit gerade befinden, im Wesentlichen getriggert ist durch die Medien. Verstehe ich Sie da richtig? Die Medien sind der Erfüllungsgehilfe dieser Konzernstruktur, die da im Hintergrund Interessen hat. Es geht dann natürlich um die digitale Transformation der Welt und man kann diese digitale Transformation, wenn man da gute Kräfte im Hintergrund hat, könnte man die auch zum Guten nutzen. Ja? Digitalisierung hat viele Vorteile und könnte sehr gemeinwohlorientiert eingesetzt werden. Aber das tut's nicht. Und vielleicht muss man an dem Punkt nochmal sagen, der Grund, warum wir uns jetzt wirklich wehren, ist, weil wir ja sehen, dass diese Privilegierten seit Jahrzehnten komplett versagen. Die haben es nicht geschafft. Die haben es nicht geschafft, eine friedliche Welt zu schaffen, eine Welt ohne Hunger, eine Welt ohne kriegerische Einsätze. Im Gegenteil, sie haben sie noch mehr innerlich zerrüttet. Und damit, mit diesem Totalversagen, haben sie ihre Rolle missbraucht und deswegen werden sie jetzt ersetzt. Ich komme noch einmal zurück zu den öffentlich-rechtlichen Anstalten, ARD und ZDF und natürlich auch den Rundfunkanstalten, also den Hörfunkanstalten, die mit dazugehören. Ich komme zurück zu den 250.000, die Sie über die Webseite eingesammelt haben. Sie haben vorhin gesagt, Sie brauchen Millionen oder wir werden Millionen sein. Und zu Ihrem Impetus, Verantwortliche der Anstalten an den
Tisch sozusagen zu zwingen, aber Sie möchten, wenn ich Sie hier richtig interpretiere, Sie möchten nicht die ARD kippen, sondern oder abschaffen, das hatten Sie ja eingangs gesagt, oder ARD und ZDF abschaffen, sondern Sie möchten einfach von innen heraus eine Erneuerung des Systems. Ist das richtig? Ja, also viele glauben, dass sie nicht reformierbar ist und ich kenne natürlich auch die verkrusteten Strukturen und ich habe auch diese Meinung, dass da eine Nicht-Reformierbarkeit erkennbar ist. Aber hier geht es auch um etwas Spirituelles. Hier geht es auch darum, um diese innere Beweglichkeit der Verantwortlichen. Ich habe auch ein direktes Video gemacht an Patricia Schlesinger, die jetzige ARD-Vorsitzende. Das sind alles Menschen. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, vor allem wenn er in einem hohen Management Posten ist, dass er geistig beweglich ist und dass er reflektieren kann. Und genau das erwarte ich jetzt. Wir müssen in einem Bürgerdialog eine achtsame Zukunft vorausdenken. Und dazu brauchen wir Medien, die uns anleiten können. Wir brauchen politisch mündige Bürger. Und das ist etwas, was wir an einem runden Tisch leisten können. Und wenn Teile des öffentlich-rechtlichen Rundfunks so verknöchert und so verkrustet sind, dass sie nicht zu retten sind, dann muss man darüber reden. Oder ich weiß nicht, was für Personalien da dann genau sich versteifen auf weiterhin auf falsche Narrative, die nicht dem Gemeinwohl dienen. Also das kann ich nicht genau einschätzen. Das ist auch nicht wichtig. Der Weg ist das Ziel in dem Moment. Ja, und wir wollen inspirieren, dass die Verantwortlichen ins Nachdenken kommen. Das ist mal das Wichtigste, was wir tun. Und daraus kann dann etwas Großes entstehen. Und ich gebe niemanden verloren. Ich gebe diese Leute nicht verloren, nur weil sie jetzt jahrzehntelang Menschenleben auf dem Gewissen haben. Denn Medien kosten ja auch Menschenleben. Das ist ja nicht zu unterschätzen, was die da tun. Und deswegen kann ich auch diejenigen verstehen, die sagen, diese Leute, denen darf nicht verziehen werden. Aber trotzdem brauchen wir Versöhnung, wenn wir eine gute Welt wollen. Ja? Und deswegen müssen wir da den richtigen Weg gehen. Der wichtigste Bestandteil einer zukünftigen Welt ist, dass wir mit gesundem Menschenverstand aufeinander zugehen und dass wir ehrlichen Diskurs fördern und ehrlichen Dialog fördern, damit wir dadurch zu den besten Kompromissen kommen, die dann für die 99% Bürger das Richtige sind. Nur um den Hörerinnen und Hörern das auch mal ein bisschen verständlich zu machen, wem sie sich da gegenüberstellen. Die Landesrundfunkanstalten der ARD haben insgesamt rund 23.000 festangestellte Mitarbeiter. Die veranstalten 11 Fernsehprogramme, 55 Hörfunkprogramme, verfügen über 16 Orchester, 8 Chöre. Das Gesamtbudget der neuen Anstalten beträgt pro Jahr zwischen, ich sag mal, 6 Milliarden und 8 Milliarden. 9 Landesrundfunkanstalten. Und dann kommen wir zu den bundesweiten öffentlich-rechtlichen, auch das muss ich vom Blatt ablesen. Öffentlich-rechtliche Programme gehören das erste, der ARD, zweite Deutsche Fernsehen, Deutschlandradio, seine 3 Hörfunkprogramme, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandnova. Das sind nochmal allein beim ZDF 3.500 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort im Sendezentrum Mainz, Hauptstadtstudio Berlin und so weiter, 16 Inlands-, Auslandsstudios und so weiter und so fort. Das heißt, an festangestellten Mitarbeitern läuft das hier mal locker auf 30.000 Menschen zu. Und denen stellen Sie sich jetzt entgegen oder laden Sie ein und sagen, so, ihr habt euch geirrt, lasst jetzt mal alles irgendwie sausen, was ihr in den letzten Jahren oder seit Gründung der ARD in den 50er Jahren gemacht habt. Und jetzt folgt mir mal bitte und meiner Idee. Sind Sie größenwahnsinnig? Wenn ich nicht recht hätte, würde ich, könnte ich das ja noch unterschreiben, aber das Problem ist, dass das alles faktisch belegbar ist und deswegen haben wir auch die Webseite gegründet. Dort sind ja auch die Hintergründe alle dokumentiert. Und was ich am Königsplatz gesagt habe, ist ja die größte Frechheit überhaupt. Das ist nämlich die Trusted News Initiative. Also Königsplatz muss man jetzt für die bundesweit zuhören, sagen, das ist ein zentraler Ort in München. Genau, und diese Rede findet man bei uns eben auch auf dem Kanal und auf der Webseite, auf dem YouTube-Kanal und so weiter.
Und da rede ich von der Trusted News Initiative. Und die Trusted News Initiative ist genau dieser Zusammenschluss von weltweiten Medienkonzernen, die sich einfach mal verabreden, ein unwissenschaftliches und manipuliertes Narrativ in die Welt zu bringen und das vereinheitlicht in der gesamten westlichen Welt zu verbreiten. Und Teil dieser Trusted News Initiative ist die EBU, die European Broadcasting Union. Und dessen Teil sind natürlich ARD, ZDF, ORF, SRG, BBC, alle, die in Europa die öffentlichen Fernsehsender führen. Ja? Also mit anderen Worten, es ist möglich, solche Riesenkonzerne mit Hunderttausenden von Mitarbeitern einfach mal auf eine Linie zu bringen. Und das ist keine Verschwörungstheorie. Und die geben das öffentlich zu. Und damit ist ja das Fass am Überlaufen gewesen, 2019. Nochmal die Frage, Sie stellen sich dem entgegen und wollen bis zu welchen Daten, die Sie vorhin kurz erwähnt hatten, was erreicht haben? Wir haben eine klare Strategie, dass wir zum Tagesgespräch werden wollen. Das ist die Öffentlichkeitsstrategie. Und wir wollen Millionen Bürger sammeln, die sich hinter uns stellen und die einfordern, was ihnen gehört. Das sind unsere 30.000 Mitarbeiter. Die bezahlen wir zu 100%, zahlen wir Bürger, diese 30.000 Menschen. Und diese 30.000 Menschen haben für die Bürger da zu sein. Und ich weiß von vielen von Ihnen, dass sie in einem Korsett gefangen sind und anders berichten wollen würden, wenn sie denn nur könnten. Zum Beispiel ein Freund von mir, der macht einen Arte-Film und der Redakteur ist ein ganz netter Kerl, der würde den gerne machen. Aber der Chef von Arte ist leider Teil der Trusted News Initiative. Und deswegen darf der Redakteur nicht das machen, was er gerne machen würde. Und das ist nur ein Beispiel. Also wir haben es hier mit einer Steuerung zu tun. Diese Steuerung ist möglich, diese Steuerung ist beweisbar, sie ist belegbar und dementsprechend müssen wir handeln. Wir 99% Bürger, wir müssen handeln und das tun wir jetzt. Und der Zeitplan ist auch klar. Wir wollen spätestens am 3. Oktober 2022 die Entschuldigung live in der Tagesschau hören. Und deswegen erwarte ich den runden Tisch mit ARD und ZDF allerspätestens im Sommer. Wie viele Millionen brauchen Sie? Das ist eine metaphorische Zahl, aber ich rechne damit, da wir jetzt mit 250.000 keinen Pieps von ARD und ZDF hören, rechne ich mindestens mit dem Vierfachen, ja, also mindestens mit 1 Million als psychologische Grenze. Das Potenzial ist viel größer, denn ungefähr 20% der Deutschen wissen ganz genau, dass wir hier es mit einseitigen Medien zu tun haben, die schon längst ihren Medienstaatsvertrag nicht mehr einhalten. Was können Hörerinnen und Hörer, die sich von Ihrer Idee angesprochen fühlen, konkret tun? Am besten unsere Webseite besuchen. Dort sind nämlich dann alle anderen Kanäle verlinkt, YouTube, Telegram, da schicken wir auch täglich neue Informationen raus. Aber die wichtigste Basisinformation ist, wie beginne ich das Mahnverfahren, und wir haben eigene Briefe, Widerspruchsbegründungen. Also Mahnverfahren, nur zum Erklären, weil Sie sind sehr tief in Ihrer eigenen Welt dort jetzt, das Mahnverfahren, was wahrscheinlich in Gang gesetzt wird, wenn man seine GEZ-Gebühren zurückhält. Genau. Dann gibt es ein standardisiertes Mahnverfahren und wir haben die Briefe vorbereitet, die man dann schreiben muss. Das heißt, wir wollen die Arbeit von allen Bürgern möglichst entlasten, denn wir treten konzertiert auf und das ist auch das Neue an dieser Aktion. Wir Bürger gehören zusammen, wir Spaziergänger gehören zusammen, jeder, dessen Familie betroffen ist, gehört zusammen und wir haben ein Recht auf einen Ort, wo wir Orientierung bekommen. Denn wir wollen nicht voller Arroganz davon sprechen, dass wir wissen, was die Wahrheit ist, sondern wir wollen, dass Experten uns die Wahrheit nahe bringen, indem sie miteinander diskutieren und nicht einfach ein ganzes Narrativ ausschließen, bis hin zu Nobelpreisträgern, die plötzlich diskreditiert werden. Herr Gehrum, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Teilen und abonnieren Sie bitte gerne diese Folge hier. Wir sehen uns zur Heute-Schau am 4. März und allen folgenden Freitagen jeweils um 19 Uhr exklusiv auf Getter. Wir sehen uns im Club der klaren Worte.de oder hier, ich sag jetzt mal, Servus, bis zum nächsten Mal. Don't go.